sondern es ist eine stille Post zwischen verschiedenen Künsten. Gabi Schönthaler hat uns irgendwann mal mitgeteilt, dass wir hier eingeladen sind. Und dann, dann hat sie gesagt, wir können hier drucken und dann sind wir mitgekommen halt. So. Also dann haben wir gesagt, okay, wir kommen mit und so, jetzt sind wir hier. Also ich bin eine Helferin von Gabi Schönthaler und die hat das Projekt entwickelt, die Pflasterträume, wo eben Schulkinder Engel entwerfen, diese Engel dann auf die Straßen drucken. Und in diesem Projekt hier auf Kampnagel haben Helferinnen die Folien geschnitten und die Kinder sind heute dabei oder die ganze Woche ja dabei, diese Drucke hier zu platzieren in der Umgegend. Und wir hier, wir drei, wir haben die Ausnahme, wir dürfen auf Kampnagel drucken. Ich habe heute mit den anderen hier Engel gedruckt. Also wir sollten uns halt ausdenken, für wen sie oder was sie machen sollen. Zum Beispiel Musik in die Welt bringen. Und dann mussten wir welche malen und dann kamen wir halt zu unseren Engeln. Also es gibt einen Weltenöffner, einen Violinengel, dann gibt es noch einen Judoengel, einen Kleeblattengel und einen Surfengel. Also wir sind heute hierher gekommen, haben unser Projekt vorgestellt, das heißt Magische Orte Mümmernsberg. Also unser Projekt war, dass wir Fotos gemacht haben und dann die aufgeklebt haben und dann darüber was erzählt haben, ja, vom Mümmernsberg, ja. Wir sind jetzt hier heute bei Kampnagel und wir haben hier schon verschiedene Projekte gesehen von verschiedenen Schulen. Zum Beispiel, ich glaube, den Wunschbaum oder sowas, da hat jeder seine Wünsche oder seine Träume in eine Flasche, also auf einen Zettel geschrieben oder in eine Flasche gesteckt. Auf jeden Fall haben wir hier Theaterstücke gesehen. Ja, dann haben wir noch mit Blinden zusammen etwas also erarbeitet, mit Schriftzügen. Ja, also es war bis hier ganz toll, interessant. Am Anfang durften wir uns alles anschauen, das war auch sehr lehrreich und so, es war groß hier. Wir wurden ja in solche Gruppen aufgeteilt, wie zum Beispiel die Gruppe Szene oder Schrift oder so. Und ich bin zum Beispiel in der Gruppe Szene, wir drei. Und wir sollen dann wahrscheinlich wohl etwas vorspielen oder etwa ein Theaterstück einüben. Ja, Häuser. Ja, total falsch. Die einfach so aneinander gehen, rein. Das war so ein Horizont. Wenn es idyllisch aussehen soll, dann soll ja ein bisschen aussehen. Also ich bin Jazz, ich komme aus Berlin, bin 18 Jahre alt und fühle mich hier super wohl in Hamburg. Ich bin gespannt, was die Woche noch so mit sich bringt, so künstlerisch etc. Und ja, mal gucken, was noch so kommt.